Der Sozialvertrag, den der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg mit der Deutschen Wohnen abgeschlossen hat. Das heißt, die energetische Modernisierung ist bei 1,79 Euro pro Quadratmeter begrenzt, ist für sehr viele Mieter nicht mehr bezahlbar. Vor allem die Älteren, die seit Jahrzehnten in unserer Siedlung leben, sollen verdrängt werden, um dann die Wohnung zu modernisieren und die doppelte Miete zu kassieren. Diese Aktiengesellschaften kennen keine Verantwortung für ein soziales Miteinander. Sie sind auch nicht in der Lage, Wohnungen zu verwalten, sonst würde es nicht so viele Mieterbeschwerden geben wie Heizungsausfall, allerlei Art von Reparaturen, die ja Instandhaltung sind und nicht auf die Miete umgelegt werden können. Über kriminelle Betriebskostenabrechnungen können viele, die hier sind, ein Lied singen. Das sind jetzt die Folgen, die der damalige Senat im Jahre 2004 zu verantworten hat. Er hat das Berliner Tafelsilber verscherbelt. Die heutige Bundesregierung macht nur Alibi-Gesetze, wie die Herabsetzung von 11% auf 8% der Modernisierungsumlage. Wir können der Politik nicht mehr glauben. Wo bleibt das Wahlversprechen, Gerechtigkeit ganz oben auf die Agenda zu nehmen? Gesetze müssen verändert werden, die Menschen aus ihren Häusern vertreiben. Deutsche Wohnen, Vonovia und Konsorten werden weiterhin nur an die Befriedigung ihrer Aktionäre denken und handeln. Deshalb wehren wir uns gegen diesen Mietenwahnsinn. Denn auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil und der heißt bei uns Enteignung. Macht mal Lärm für die Initiative Bündnis Autosursiedlung und Umgebung. Diese Leute sind eine unfassbar große Inspiration für uns, denn sie zeigen, Widerstand lohnt sich. Man kann sich auch gegen Immobilienkonzerne wie die Deutsche Wohnen zur Wehr setzen. Aber dafür müssen wir uns organisieren. Dafür müssen wir uns zusammentun und dann können wir das schaffen.